Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Crew. Ich bin jetzt mal so in das Rennen reingesprungen, würde ich jetzt mal sagen, beziehungsweise an den Start. Weil ich habe mir gedacht, dasselbe immer wieder zu hören ist schon echt langweilig. Wie ihr seht, habe ich das Auto ein bisschen aufgetunt. Ich bin jetzt bei 801. Ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben, ein paar Sprungtests und Fluchttests gemacht und so ein bisschen geübt im Fahren bin ich auch. Habe ich jetzt ein bisschen nochmal mit dem Auto hier, aber sowas kann ich immer noch nicht regeln. Wenn mein Auto dann zu blöd ist, zum richtig in der Spur bleiben, dann kann ich auch nichts dafür. Okay, also wenn ich gerade davon spreche. Ja, okay, vielleicht bin ich doch nicht bereit für die Mission jetzt noch. Frustrierend. Oh Mann. Ich muss auf Wiederholen tippen, nicht auf Abbrechen. Wahnsinn. Jo, mache ich schon. Ja, das kann passieren, shit happens, Bro. Ich muss es so lang wie möglich vorne das Tempo angeben. Und einen großen Vorsprung rausholen. Weil dann habe ich nachher, wenn es so ein bisschen in die schwierigeren Parts kommen, dass ich da dann so einen kleinen Puffer habe. Oh Gott, da hat sich schon vermindert die Zeit. Das hat mich jetzt auch wieder 2-3 Sekunden gekostet. Oh Gott. Das kann echt was werden hier. Mein Puffer schwindet und schwindet. Das ist nicht gut. Wieder um eine Sekunde verringert. Das ist richtig, das ist sehr schlecht. Das zeugt dann davon, dass die viel besser fahren können wie ich um die Kurven hier. Aber ich glaube, das hat man in den letzten beiden Parts schon gesehen. Dass ich das hier absolut gar nicht drauf habe. Oh Gott, das kann echt. Aber ich will es jetzt schaffen hier. Ansonsten muss ich mich hier damit ewig rumschlagen, da habe ich echt gar keinen Bock drauf. Oh ja, den Puffer wieder erhöht. Nice. Oh Mann. Komm schon, bitte. Boah, Boost.
Also Leute, es könnte funktionieren, aber wenn ich es jetzt so drauf beschwöre, ich wette, dann schaffen wir es wieder nichts. Aber es könnte was werden, wenn ich Glück habe. Komm schon, bitte, gib mir ein bisschen Glück noch. Scheiße, 2 Sekunden, Alter, das ist wenig. Fuck. Und schon sind sie, kleben sie mir im Arsch. Jo, die fahren einfach viel besser wie ich, das gibt's ja nicht. Oh, ich bin gerade mal bei 10. Oh. Jo. Oh. Oh, shit. Warum, wenn ich andere wegschicken will, warum erwischt es dann jedes Mal mich? Die Boxen, die fahren die ganze Zeit in mich rein, behindern mich in allen möglichen Situationen. Und dann, wenn ich einmal die von der Strecke bringen will, dann bin ich der Arsch. So, und jetzt wird's lustig. Ja, genau, das ist das Problem, wenn die Autos hin und her schwingen. Boah, leck, Alter, das war. Mehr Glück als Verstand. So, jetzt ist eine breite Straße, jetzt kann ich ein bisschen was von meinem Können zeigen. Boah, leck. Ja. Oh. Endlich geschafft hier. Gott sei Dank. Sogar Gold. Geil. Sicher. Ich war mir im ganzen Leben noch nie sicherer. Okay. Wo geht's hin? Ja, ich glaube, da kann ich auch. Nein, 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 nein. Ich glaube, da kann ich auch mal hinfahren. Also das bisschen an Zeit werde ich ja wohl haben. Ich wollte nur mein Auto nochmal begutachten. Ich weiß nicht, ob das jetzt die letzte Mission ist. Wenn ja, dann haben wir es dann endlich geschafft. Und Schiff. Ich weiß doch, ihr wollt ihn auch alle kennenlernen, meinen neuen Lieutenant.
das die Partymeile? Ah, du bist es also, ja? Hast Eric im Osten geholfen, Cam im Süden verschwinden lassen, hast die Cops in den Mountain States ausgetrickst. Kein schlechter Lebenslauf. Danke. Ein bisschen zu gut vielleicht. Tja, Troy hat mich gerade aus dem Knast angerufen und gesagt, du steckst mit den FBI-Boys, die ihn eingebuchtet haben, unter einer Decke. Ich sag nicht, dass du ein Spitzel bist, weißt du? Aber ein Mann in meiner Position kann so ein Risiko einfach nicht eingehen. Also, ich hab ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Jeder Five-Ten in den Staaten will dein Blut. Und schade, dass wir uns nie mehr sehen. Hau besser ab! Jo! Zoe, meine Tarnung ist im Eimer und ich habe die ganze Westküste am Arsch. Verdammt, bleib am Leben, Alex. Wir holen uns Schiff. Jo. Kann der auch mal weggehen, der Hubschrauber? Kleines Schwein, kleines Schwein! Fahr doch mal rechts ran! Ich schneid dir nur die Spitzelkehle durch und lass dich liegen! Mann, was für ein Gefasel! Der Hubschrauber geht mir auf den Sack. Das ist absolut nervig. Gibt's das? Diesmal war es nicht so einfach wie das letzte Mal. Tja, manchmal muss man eben zu außergewöhnlichen Maßnahmen greifen. Mission erfüllt, auch wenn mein Auto ein bisschen am Sack ist, aber passiert. Jawohl, Bestandungsbonus. Nun gut. Glaubst du, bist raus, hä? Das ist erst der Anfang. Egal, ob das ganze Land niederbrennen muss, um dich zu kriegen. Aber das Wochenende erlebst du nicht. Du bist tot! Ich würde sagen, dann mache ich gleich mit dem nächsten weiter hier. Mit der Mission V8. Alex, wo bist du? Was hast du vor? Schiff, ich werde ihn töten. Für Dayton, für Daria. Aber was ist mit dir? Ich kann ihn für immer einlochen. Willst du dafür dein Leben wirklich aufgeben? Ich muss es tun, Roxanne.
ist Teil von dir, oder, Shep? Wer bist du, Bro? Alex Taylor, V6. Mein Bruder war Dayton Taylor. Hier sind Gesichter, die wissen, wer er war. Ihn respektierten. Alex Taylor? Dayton ist deiner Bruder. Ich war Darschiff, Ambassador Bridge. Du hast ihn erschossen. Eiskalt abgeknallt, weil er dir im Weg war. Das sagst du. Aber wenn es wahr ist, warum drückst du nicht an? Wir sind 5-10s. Wir klären das auf der Straße. Ein V8 weiß das. 5-10s! Du trägst Daytons Tattoo, Schiff. Und ich will es zurück. Du willst den V8, hä? Huh? Legen wir los. Ich will alles, was du hast, Schiff. Bringe ich dich um, bist du nur tot. Aber nehme ich dir die Krone, bist du nichts. Also dann, auf gut Glück. Ihr habt alles gehört, Leute, oder? Haben wir, Alex. Wir stehen hinter dir. Und auf Schiff wartet schon eine Überraschung an der Ziellinie. Gut, dass du nicht geschossen und dein Leben weggeworfen hast. Ich hätte abgedrückt. Klappe, Leute. Alex, du schaffst das. Konzentrier dich. Schlag das Arschloch. Für uns beide. Oh, nachts zu fahren ist echt anstrengend. Komm schon, jawoll. Aber ohne jetzt, wie lang geht denn das Rennen? Einmal quer durch die Staaten oder was? Wer ist bei Holy shit! Alter, hab ich das gerade verkackt. Oh Mann. Also das wird jetzt ein Part, der geht wahrscheinlich echt ewig lang, weil wenn ich erst bei Checkpoint 6 bin, von 34, ich habe gerade mal ein Sechstel, ein bisschen mehr, aber so grob. Jo. Und jetzt ist in dem Spiel ist nichts mieser als nachts zu fahren. Komm schon, komm schon.
Oh Mann. Komm schon. Das sind echt grobe Verbremse, das geht gar nicht. Sieben Sekunden Vorsprung auf Brody erstmal. Aber die sind ja ganz nah beieinander, deshalb geht es schon. So, jetzt bin ich ganz nah an den dran. Nice. Jetzt komme ich hier hoch, aber jetzt darf ich mir keinen Verbremser leisten. Fuck. Oh, da vorne geht es dann gleich wieder rechts, nach der, und zwar die zweite. Jawohl, erster. Schon. Puh. Das Rennen geht echt schon ewig. Ja, aber immerhin fehlen mir nur noch 5 Checkpoints. Nein, 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 wow. Shit, war das knapp. Alter, hab ich gerade Panik geschoben. Ihr glaubt nicht, wie Panik ich gerade geschoben hab. Jawoll. V8. Das wird so leid. Du hast mich verkauft, du Scheißkerl! Dafür bring ich dich um! Ich hab dich, wo ich dich haben wollte. Und du merkst es nicht mal. Jetzt hol ich mir Schiff! Leck mich, Taylor!
Jo, und ich fahre mit einem todlangsamen Teil da durch die Gegend. Oh! No. Ich werde ganz sicher nicht abhauen, Schiff. Oh, Alter, ich werde ihn so killen. Hä? Lol, was war das? Oh, heißt er mit Luxus ausgestattet? Seht ihr den Raptor da drin? Der hat ja Boxen. Scheiße, Alter. Fuck. Oh Gott. Der Part kriegt echt richtig krasse Überlänge. Ich glaube, ich mach noch einmal, weil ich krieg den nicht mehr in den 30 Sekunden, das Auto ist langsam. Aber warum bringt ihr auch ausgerechnet so ein langsames Teil? Okay, das haben wir ja schon gesehen, brauche ich ja nicht nochmal. Hoffe ich zumindest. Wenn ich einfach ein bisschen zurückspulen, dann könnt ihr es nochmal sehen und dann hierher springen, wenn ihr Bock dazu habt. Unbedingt. Alter, fuck.
Komm schon. Voll verschätzt. Komm schon, Alter. Komm schon. Oh, ganz knapp verpasst hier bitte. Als ob jetzt kein. Mann, bitte. Komm schon, noch ein bisschen, nur noch ein bisschen. Oh, das war's dann wohl. Nun gut. Da mache ich doch einen zweiten Teil draus, weil der Teil geht jetzt schon viel zu lang. Dann bis zum nächsten Part. Bis dahin. Ciao, Leute.